Hallo meine Lieben, willkommen zu diesem heutigen Video. Es ist ein typischer Karfreitag, ein Tag, an dem man eigentlich nicht wirklich was macht, außer dass man entspannt und dass man sich auf die Ostertage vorbereitet. Oder wie Leute ich im Einzelhandel arbeiten, man ruht sich aus nach diesem anstrengenden Tag und bereitet sich auf die Hölle vor, die einen morgen am Samstag vor Ostern erwartet. Ach Leute, es geht heute natürlich so ein bisschen um Patreon, um so ein Folgevideo zu dem Ganzen. Denn ich bin ganz ehrlich, das Ganze hat mich jetzt ein bisschen überrascht, ein bisschen überfordert und auch ein bisschen überwältigt das Ganze und vor allem überrumpelt. Ich habe halt gedacht, dass die Leute sich jetzt erstmal alles ganz in Ruhe angucken und erstmal entscheiden, was jetzt so die Videos demnächst zu bringen und ob es das wert ist, das zu unterstützen. Auch wenn gleichermaßen ihr ja auf meine Historie zurückblicken könnt und sagen könnt, der macht schon irgendwie Videos. Ich habe immer die Jahre irgendwie Videos geliefert, aber ich habe halt gedacht, dass die Leute erstmal abwarten. Dass aber so viele Leute wirklich Feuer und Flamme dafür sind, ich gucke gerade so auf meinen Monster Hunter Mauspad, das mir gerade geschenkt wurde. Er hat mir auch einen Monster Hunter Becher dazu geschenkt. Vielen Dank dafür. Aber das seht ihr dann im Vlog-Kanal ja auch nochmal. Es war nur gerade mal off-topic hier. Mein cooles Mauspad. Aber dass so viele Leute wirklich das Bedürfnis haben, sich bei mir zu bedanken und mich zu unterstützen, das hätte ich so in dieser Form halt gar nicht wirklich erwartet. Ich habe super viele Leute angeschrieben auf Patreon. Ich habe alle angeschrieben, um Kontakt mit denen zu suchen. Und habe halt oft die Antwort bekommen, dass die zu mir noch gar keinen Kontakt haben. Und dass die sich einfach auf diese Art mal bedanken wollten. Und das habe da viele tolle Nachrichten bekommen. Und das Ganze, im Englischen würde es halt sagen, it humbles me. Naja, ich fühle mich da halt echt geschmeichelt, aber ich bin da auch immer so ein bisschen vorsichtig mit diesem ganzen Thema. Aber es ist erstmal ein schönes Gefühl, ich nehme das Ganze erstmal so wahr und das Ganze erstmal so auf. Und jetzt habe ich ja gleichermaßen auch gesehen, dass Leute auch heiß drauf sind, mir in den Streams Geld zu spenden. Und das wird ja alles demnächst noch mit PayPal eingerichtet. Im Moment kann man das, glaube ich, nur über Kreditkarte machen, das Ganze. Aber das werde ich irgendwann mal einrichten bei den nächsten Streams oder so. Weil ich tatsächlich auch mit Leuten gesprochen habe und die gesagt haben, nein, das ist einfach, viele Leute möchten das halt auch gerne. Die möchten etwas zurückgeben und warten da schon lange drauf. Und denen ist es ein Bedürfnis, mir auch einfach mal mich zu unterstützen. So, okay, das habe ich einfach mal so hingenommen. Auch wenn ich gleichermaßen immer möchte, dass die Leute sich vor Augen halten, was Geld wirklich bedeutet, ob sie das Geld wirklich haben, dass die Leute auch an ihre Zukunft denken und nicht jetzt da sagen, ey, ich habe 50 Euro in diesem Monat über, ey, ich kann Tim noch mal Geld spenden oder sowas, sondern dass man auch mal anfängt, an die Zukunft zu denken und zu planen und einfach mit dem Thema vorsichtig umgeht. Naja, egal. Vielleicht erwarte ich da auch zu viel oder will auch zu viel. Vielleicht bin ich da zu pädagogisch mit dem Thema. Naja, weiß man nicht. Ich habe jetzt auch angefangen, erstmal Steuern zu berücksichtigen. Ich muss das Ganze natürlich auch bei den Steuern abgeben. Ich habe demnächst einen Termin mit einem Steuerberater, der mir genau erklären wird, wie ich es angeben muss, wie viel Geld ich wirklich dann zur Seite räumen sollte. Nehmen wir mal an, im Moment sind es 173 Dollar, die ich auf Patreon bekomme. Nehmen wir einfach mal ganz blödes Rechenbeispiel, es steigt auf 200 und ich kriege 100 Euro im Monat über die Streams gespendet. 300 Euro ist dann erstmal diese Summe. Wie viel von diesem Geld behalten PayPal, also die ganzen Seiten ein? Wie viel von dem Geld kommt bei mir an? Das ist tatsächlich relativ viel, 80% würde ich schätzen. Aber wie viel davon sollte ich halt nicht ausgeben, weil ich es dann zur Seite legen muss, um es bei den Steuern dann dementsprechend wieder abzuführen? Und das ist dann einfach mal eine Rechnung, die ich dann für mich mal mit meinem Steuerberater machen muss. Ich werde es dann natürlich so machen, dass ich das Geld dann auf PayPal sozusagen behalte. Wenn wir sagen, ich habe 300 Euro da und davon muss ich dann aber 100 Euro, sagen wir einfach mal, an Steuern abgeben. Dann gebe ich halt von diesen 300 Euro nur 200 Euro aus und das 100 Euro pro Monat auf diesem PayPal-Konto. Und so werde ich das natürlich irgendwie handhaben. Aber das muss man erstmal alles so durchgehen. Und das kommt jetzt alles ins Laufen. Da aber ich ja immer gesagt habe, ich möchte das Ganze eh nur in diesen ganzen Kanal stecken, dass jetzt aber so viel Geld geworden ist mittlerweile, dass es die ganzen Ausgaben, die ich für den Kanal jetzt hätte, eigentlich schon längst deckt, habe ich dann auch beschlossen, einfach mal, weil Leute auch geschrieben haben, ich soll mir auch ruhig mal privat irgendwie was davon gönnen, das wird die Leute überhaupt nicht stören, habe ich jetzt halt beschlossen, dass ich mir einen neuen Fernseher kaufen werde, damit ich halt die ganzen Spiele, weil 4K ist ja die Zukunft, so, ich werde irgendwann auch mal Videospiele in 4K spielen müssen. Eine PlayStation Pro werde ich mir mal irgendwann kaufen müssen oder vielleicht mal eine neue Xbox One und wer weiß, was dann an PlayStation und so noch herauskommt.
Und um die Spiele einfach in einer vernünftigen HD-Qualität, also 4K-Qualität auch spielen zu können, damit ich das auch überhaupt beurteilen kann, damit ich auch in dieser Qualität auch überhaupt erstmal up-to-date bleibe, habe ich mir jetzt beschlossen, ich habe mir da schon einen schönen rausgesucht, so einen richtig schönen großen Curved-Fernseher. Ich habe die 60 Zoll oder sowas ist der groß und ich brauche nur noch wirklich einen Platz dafür. Ich muss dann hier wahrscheinlich umstellen und den habe ich dann auf Finanzierung gekauft und kann den dann halt laufend immer von diesen PayPal-Einnahmen halt immer gegenfinanzieren, den Fernseher. Ja. Und dann werde ich wahrscheinlich, wenn da jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr Geld zustande kommt, also ein bisschen was könnte ich tatsächlich schon noch gebrauchen, vielleicht spenden da ja noch einige so ein bisschen mehr, weil dann könnte ich Geld zur Seite packen für den PC, weil ich ja Ende des Jahres dann auch einen 4K-PC brauche. Weil ich ungefähr damit rechne, dass in 2019 wird es, glaube ich, so sein, dass 4K so ein bisschen Standard einhalten wird. 2018 glaube ich noch nicht. Dazu sind die Zeichen noch nicht doll genug, aber 4K-Streaming, 4K-YouTube-Videos, die Leute, die 4K-Fernseher werden günstiger. Ich glaube einfach, dass in 2019 4K so ein bisschen Standard werden wird, so wie es jetzt 1080p ist. Und da brauche ich dann natürlich einen Fernseher, der das Ganze, ein PC, der das Ganze bewältigen kann. Und auch das könnte man dann ja laufen, wenn ich den finanziere, von eben diesen PayPal und diesen Patreon-Einnahmen finanzieren. So, das heißt, es ist dann nicht nur Kanal, sondern dann gönne ich mir auch einfach mal so ein bisschen privaten Luxus. Dann bin ja auch ich fröhlicher und mache dann lustigere und fröhlichere Videos. Das ist dann ja ein Teufelskreis, der dann ja jedem zugutekommt. Dann haben wir da noch ein Thema, dass ich an Patreon so ein bisschen was ändern möchte. Denn ich habe auch wieder da mit vielen Leuten gesprochen. Ich habe ja Kontakt zu den Discord-Leuten und so. Und die meinten, die finden das ein bisschen schade, dass sie mir jetzt so viel Geld spenden und dafür halt nicht wirklich viel zurückbekommen und nicht wirklich das Gefühl haben, dass sie besonderer sind als die, die mir weniger Geld spenden. Und das kann ich tatsächlich nachvollziehen. Und deshalb habe ich halt überlegt, dass ich einfach anfange, Content so ein bisschen exklusiv eben für Patreon herzustellen. Beziehungsweise ich werde den Content einfach so weiter herstellen. Aber es wird dann wahrscheinlich so laufen, dass ich Content extra für Patreon freigebe, dass ich die auf nicht gelistet hochlade und dann nur die, die mich wirklich mit 5 oder 10 Euro im Monat unterstützen, diese Videos sehen können. Und ich habe überlegt, was sind die Videos, die jeder sehen möchte, die jeder unbedingt sehen sollte. Das sind die Nostalgie-Alarme, das sind die Top-Listen und das sind die Reviews. Und alles, was ich halt zusätzlich dazu mache, also irgendwann mal der neue Battle 2025, meine liebsten Spiele aller Zeiten, ein Musikquiz, vielleicht so einen kleinen extra Stream und sowas, die werde ich dann halt ausschließlich für die Leute freigeben, die mich halt auf Patreon unterstützen, damit es einfach diesen Patreon-exklusiven Inhalt gibt. Weil das ein starkes Verkaufsargument ist, um überhaupt Leute für Patreon zu begeistern. Das heißt, je mehr exklusiven Content ich herstellen kann, desto mehr Leute würden mich halt dafür, um diesen Content zu sehen, dann halt auch unterstützen. Das heißt, ich könnte dadurch einfach deutlich mehr Geld generieren, indem ich diesen exklusiven Content halt auch wirklich produziere. Das ist natürlich blöd für die, die kein Geld haben, um mich da zu unterstützen und dann diese Videos nicht sehen können, aber das ist dann halt auch einfach so ein bisschen Pech an dieser Stelle. Ich meine, ich mache ja genug andere Videos. Ich mache ja die Nostalgie-Alarme, die Top-Listen und die Reviews, also diese drei ganz normalen Videos. Aber diese ganzen extra, diese ganzen richtig lustigen Videos, die würde ich dann halt extra nur für die produzieren, die mich dann halt auch finanziell unterstützen können. Ja. Dann habe ich mal bei den Streams, da gibt es ja so viele Optionen. Und ich habe mir jetzt mal genau angeguckt, was dieses Super-Chat überhaupt bedeutet. Und das ist tatsächlich voll cool. Das macht tatsächlich auch richtig Bock. Das ist eine Funktion, in der man mir halt irgendwie Geld spenden kann über die Kreditkarte. Ich glaube, das geht nur über Kreditkarte. Und dann sieht man halt im Chat anders aus. Das heißt, du bekommst dann irgendwie eine besondere Farbe, du bist da halt deutlicher zu sehen. Und dann fällt man mir einfach besser ins Auge. Das heißt, es ist eine tolle Möglichkeit, um halt den Leuten dafür, dass sie mir dann halt Geld in den Streams geben, dass man die einfach hervorhebt und dass sie einfach ein bisschen besser dastehen als die Leute, die halt an dieser Stelle überhaupt kein Geld haben oder mich da nicht unterstützen wollen oder können. Auch da ist dann eine tolle Möglichkeit, um die Leute dahin zu kriegen, dass sie mich einfach ein bisschen mehr mit Geld unterstützen. Außerdem könnte ich dann auch Streams machen, in denen ich dann nur noch auf die Leute eingehe, die dann halt grün sind, also mir über den Superchat überhaupt Geld gespendet haben. Auch ein schwieriges Thema, aber ich habe mich dann letztendlich einfach dazu entschlossen, das so zu machen, weil, meine Güte, von nichts kommt nichts. Ne? Ich werde dann auch extra mal Livestreams machen, eben nur für die Subscriber, nur für diejenigen, die mich dann auch unterstützen und natürlich für die Mods, weil die mir ja sowieso schon helfen. Außerdem habe ich jetzt auf Discord angefangen,
auch extra Ränge zu erstellen, also mehr als ich ursprünglich vorhatte, also dass man halt auch wirklich auf dem Discord sieht, wer mich da unterstützt. Die bekommen dann halt extra Ränge, werden ganz oben angezeigt. Und ich habe angefangen, die meisten Textkanäle halt nur für diese Patreons freizugeben. Dass diejenigen, die mich halt nicht unterstützen, halt nur diese ganz normalen Chats sehen. Und dass die anderen dann halt die guten Channels einfach erst dann richtig zu sehen bekommen. Auch da, um halt wieder eine Belohnung dafür zu schaffen, dass man mich halt wirklich unterstützt. Ja, dann habe ich mich auch dazu entschlossen, dass ich Outtakes und einfach die meisten meiner speziellen Extra-Videos dann auch wirklich nur noch so ab ungefähr 30 Euro im Monat, also wenn man mir 30 Euro im Monat entweder über die Streams spendet oder halt irgendwie über Patreon gibt, dass man mir dann erst ab 30 Euro im Monat, dass man dann Outtakes zum Beispiel zu sehen bekommt oder kleine Extra-Schnipsel oder dass man ab 50 Euro im Monat ein Behind-the-Scenes zu sehen bekommt. Außerdem habe ich mir überlegt, dass man halt auch wirklich die Thumbnails ein bisschen abändern könnte, damit man dann halt auch wirklich in den Thumbnails sieht, was ich in diesen Videos oder in diesen Streams für Geld haben möchte. Da gibt es auch so viele Möglichkeiten, habe ich mir jetzt überlegt, da irgendwie an Geld zu kommen. Auch 100-Euro-Belohnung und sowas könnte man einführen. Oder dass ich mal Livestreams mache, in denen halt wirklich nur Leute schreiben können, die mich für 5 Euro oder sowas unterstützen. Dass man durch die Spenden überhaupt den Chat erst freischaltet. Dann habe ich mir überlegt, dass ich auch extra Spendenaufrufe einmal im Monat, dass ich einmal im Monat extra ein Video hochladen möchte, um halt auf Patreon und die Möglichkeit, dass man mir Geld spenden kann, überhaupt hinzuweisen. Und für 200 Euro im Monat, und das ist eigentlich eine Summe, die drin sein sollte, meine Güte, ich mache seit 7,5 Jahren Videos, dass man für 200 Euro im Monat würde ich euch dann einen Videowunsch meinetwegen gewähren. Aber auch wirklich nur, wenn da ein Thema bei rumkommt, was irgendwie Sinn macht, weil ansonsten könnt ihr mir ja gerne 200 Euro spenden und dann könnt ihr ja gucken, ob das Thema passt und wenn nicht, dann nicht, dann halt Pech. Hauptsache, ich habe das Geld, damit ich mir halt, 4K-Fernseher, das geht auch noch größer, 100 Euro. Und wenn bei Patreon tatsächlich so 5.000 Euro im Monat irgendwie zustande kommen sollten, dann habe ich auch überlegt, dann könnte ich die Wohnung nebenan ist frei, dann könnte ich die Wohnung nebenan mieten. Das wäre halt super geil, überlegt mal, weil dann könnt ihr mir auch immer mehr Sachen schicken, immer mehr, dass ihr mir einfach ganz viele eurer Spiele, ganz viele gebrauchte Sachen einfach immer mehr nach Hause schickt, damit ich immer mehr Sachen habe, damit meine Sammlung immer größer wird, weil dann werde ich ja auch fröhlicher und glücklicher und dann kann ich einfach lustigere Videos machen und das kann ich dann drüben in der anderen Wohnung, kann ich dann halt drüben zur Schau stellen. Und wenn dann noch mehr Geld zustande kommen sollte, sagen wir einfach mal 10.000 Euro im Monat, also das sollte eigentlich auch drin sein, dann könnte ich das alte Haus meiner Eltern wieder zurückkaufen und das dann halt dementsprechend finanzieren. Bei 15.000 Euro im Monat ist vielleicht ein bisschen unrealistisch, aber meine Güte, gucken wir mal, was so möglich ist, könnte ich mir dann auch ein etwas besseres Auto kaufen. Und dann könnte man mit dem Auto auch mal irgendwie so umherfahren. Ach übrigens, diese ganzen Chatter-Treffen und Fan-Treffen und sowas, das ist doch echt ein bisschen anstrengend. Das habe ich einfach mal aus dem Patreon-Programm irgendwie rausgestrichen. Vielleicht mache ich das nochmal, vielleicht auch nicht. Und diese ganzen kleinen Extra-Belohnungen und sowas, das haben wir alles mal gestrichen. Das ist eigentlich echt nur nervig. Ich würde sagen, das Ganze klingt doch echt ganz gut. Und das macht tatsächlich echt ganz viel Spaß, gerade zu sehen, was da so geldmäßig eigentlich so drin ist und was man da so mit diesem Geld so machen kann. Und ich habe halt auch viel mit Leuten gesprochen, die sich da auskennen und habe halt eine gute Möglichkeit gefunden, um möglichst viel Geld aus euch irgendwie herauszusagen, ohne dass ich möglichst viel Aufwand habe. Und ich glaube, damit sind wir alle ganz glücklich. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen 1. April und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Euer Tim sagt Tschüss. Bis zum nächsten Mal.